Wie kannst du deine Umwelt, dein Umfeld verändern? Ja, hallo von Z für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz, Heilpraktiker meines Wesens, Dozent für Yoga, Naturheilverfahren, Autor des Yoga-Magazins Padmasana und einiger Akupunkturbücher. Manche andere würde sagen, ich bin Mensch, ja, aber das ist irgendwie schon so eine Floskel geworden. Ich war in der Schule des Lebens, nun, das sind wir alle. Ob wir was kapiert haben oder nicht, wir waren alle oder sind alle in der Schule des Lebens. Nun, wie kann man sein Umfeld, seine Umwelt verändern? Zum Beispiel Klimaaktivisten, die sind ja in aller Munde. Es wird immer nur mit Aktivität, mit Radikalität gearbeitet. Und man versucht, andere Menschen zu verändern. Wie auch im Alltag, die Eltern sind so und so und man will denen sagen, hey Mensch, mach doch mal mit deinem Rücken andere Methoden als nur Spritzen, geh doch mal dahin oder dahin. Und wir wissen, die meisten wissen, bei den meisten Eltern klappt das nicht. Wir können andere Menschen nicht verändern, wir können auch die Umwelt nicht alleinig direkt verändern, sondern das Allerwichtigste ist immer, das gehört dazu, das kann man nicht abtrennen, dass wir uns selber verändern. Denn wenn wir uns selber verändern, verändert sich im Außen das Entsprechende. Das Leben, so sagt man in vielerlei Richtungen, ist ein Abbild des Inneren. Läuft es im Außen nicht gut, an der Arbeit, dann läuft es innen auch nicht gut. Spielt eigentlich jetzt keine Rolle, wo es herkommt, ob von außen, von innen, wer schuld ist. Tatsache ist eben, das äußere Leben ist ein Spiegel des Inneren. Mikrokosmos, Makrokosmos, wer das kennt. Wenn nicht, schaut euch das Video dazu an auf meinem YouTube-Kanal. Auch Kinder. Kind, mein Kind ist so unruhig, ich weiß nicht warum, weil die Eltern genauso unruhig sind. Kinder, schauen sich das doch ab. Und wie kann man Kinder verändern, dass sie mehr Interesse vielleicht an Bewegung haben, mehr Spaß an der Schule? Gut, da lässt sich natürlich immer streiten, indem man sich selber verändert. Wenn die Eltern sich verändern, verändert sich auch das Kind. Wie weit muss man natürlich schauen? Denn es hängt immer alles zusammen. Das Kind hat vielleicht Neurodermitis und man sagt, die Haut ist schuld, die Immunzone ist schuld und das ist schuld. Herr Doktor, machen Sie was. Die machen eh nichts. Und man vergisst, hey, das Kind steht mit mir in Verbindung. Mit Mama und Papa natürlich. Und wenn Sie zum Beispiel die Eltern nicht gut verstehen oder es sehr starke Konflikte gibt, dann wird das Kind sich melden. Hallo, es gibt noch Wichtigeres auf der Welt. Ich habe dies, Haut, das juckt, macht was, streitet euch nicht so viel. Wenn man sich selber verändert, verändert man vielleicht auch die Krankheit beim Kind. Muss man probieren, Versuch ist es immer wert. Man weiß es ja nie genau. Wie hängt alles zusammen? Wir haben ja auch blinde Flecken, jede Menge. Und so ist es auch mit schwierigen Situationen. Man versucht die, irgendwie müssen die beseitigt werden. Und ach, der Chef, das muss ich jetzt regeln mit dem Chef. Ja, aber erstmal muss man das in sich selber regeln. Besonders dann, wenn man es nicht schafft, mit dem Chef sprechen zu können, sich nicht traut, Angst hat. Und wenn man anfängt, wie im Yoga zum Beispiel, sich innerlich zu verändern, auf körperlich, seelischer und geistiger Art, dann kommt der Rest oft von ganz alleine. Und wenn man sich entwickelt, wissen viele aus dem Yoga-Bereich, aus dem spirituellen Bereich, wenn man sich selber transformiert, wie man so sagt, dann gehen gewisse Menschen von einem weg, die haben nichts mehr mit einem zu tun, keine Resonanz. Und so ist es auch mit Schwierigkeiten im Leben und der Gesundheit. Wenn man innerlich beginnt zu arbeiten, verändert sich das Außen. Schwierige Situationen
Manche kämpfen dann, brüllen, schreien, streiten, machen Kriege, aber wir wissen alle, das löst das Problem nicht. Auf keinste Art und Weise. Und wenn man beginnt, sich innerlich zu verändern, dann driftet das Äußere weg. Im Yoga nennt man das Ahimsa, gewaltlos leben, denn alles schlägt auf einen zurück. Aus welchem Leben wissen wir natürlich nicht, wenn man daran glaubt. Doch es kommt alles zurück. Wie ein Bumerang, wenn man ihn natürlich gut wirft, kommt er immer wieder zurück. Und so ist das Karma, die Lebensthemen. Wenn ich Menschen schlecht behandle, nun, was wird dann zurückkommen irgendwann, irgendwie, irgendwo? Es kommt was Schlechtes auf mich zu. In Form von Menschen, die auch mich schlecht behandeln. Oder in Form von Krankheiten. Jetzt habe ich was für sich als Brutalo, den Hund immer getreten. Was werde ich dann bekommen vielleicht? Na, Störungen mit dem Fuß, mit dem Bein, Schmerzen, Deformierungen, Entzündungen, Geschwüre, was auch immer. Muss nicht sein, aber es wäre so naheliegend. Und je mehr man sich also innerlich verändert, transformiert, desto mehr beginnt die Umwelt sich zu verändern. Aber nicht primär die Menschen, die sind, wie sie sind. Aber man selber betrachtet diesen Menschen ganz anders oder kann ihm direkt mal sagen, hey, nee, so geht es nicht. Du, entweder bist du so und so zu mir oder geh weg, dann können wir eben nicht mehr Freunde sein. Oder wenn ihr nicht akzeptiert, wenn ich nun kein Bier mehr trinke und ich gehe mit euch in die Kneipe, dass ich da nichts trinke, lasst mir mal Ruhe. Und so verändert man grundlegend Dinge im Leben. Und das geht immer von innen. Und das ist der Spiegel. Ob es die Eltern sind, die Kinder, der Chef, die Arbeit, die Lebensblockaden. Es sind symbolisch immer die inneren Dinge, die nicht funktionieren. Und so kann man eben auch Krisen beseitigen, indem man anfängt, aus der Krise zu lernen. Jetzt mache ich das und das nicht mehr. Und dann merkt das Leben, hey, der verändert sich, der will das nicht mehr. Dann brauche ich es ihm nicht mehr geben. Oder wenn man zu arrogant ist, ah, ich bin schon ganz gechillt, ganz entspannt im Leben, mich interessiert gar nichts mehr, was schickt das Universum? Nun, Testmöglichkeiten. Und dann merkt man, so weit bin ich noch gar nicht. Das ist ja immer wieder gut. Aber wenn man es bekommt, natürlich erstmal nicht. Es ernüchtert einen dann, wenn man immer denkt, so, jetzt habe ich es geschafft, verstanden und dann ist es doch nicht so gewesen. Und das ist die innere Arbeit, an wem auch immer. Manche sagen innere Kind, innere Wesen, innerer Mensch, Karma, spielt keine Rolle. Es geht immer darum, dass man sich weiterentwickelt, aus den Themen lernt. Und es geht, wie gesagt, nur über innere Prozesse. Die äußeren sind nur die Spiegel. Und so sollte man sich immer, auch wenn man protestiert, nicht im Äußeren, sondern innerlich mal sich selber anschauen. Hey, wo bin ich im Konflikt mit den äußeren Dingen? Wie kann ich das in mir selbst lösen, um dann schlussendlich vielleicht gar keinen Protest mehr machen zu müssen? Denn man versteht, man kann andere Menschen nicht verändern, ist nicht möglich. Auch als Therapeutin, Therapeut, Arzt, Ärztin kann man Menschen nicht verändern. Man kann es aber vorleben. Wenn man zum Beispiel immer Patienten bekommt, die kein Geld für die Behandlung ausgeben wollen, die immer knausern, oh, und warum so viel, warum so oft? Ja, das steckt in einem drin. Je mehr man an sich arbeitet als Therapeutin und Therapeut, desto mehr zieht man dann Menschen an, die einfach ihr Geld auch da ausgeben möchten für ihre Gesundheit, ohne ständig zu hadern, zu meckern. Das hat was mit dem inneren Selbstvertrauen, mit der inneren Haltung zu tun des Therapeuten. Wenn man das ausstrahlt, hey, das geht bei mir so, ich mache das nur so. Und dann kommen auch immer mehr Menschen. Nicht ausschließlich, weil es ist ja immer noch das Leben. Perfektion gibt es nicht, aber man merkt, es kommen andere Klienten, Patienten, die so sind, wie man es innerlich
spürt, fühlt, möchte, ausstrahlt. Nun, das war's mal wieder vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Schaut gerne auf meine Website vom Yoga oder der Akupunktur, die verlinke ich unten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.